flieht! Was hörst du so? Ja. Hallo Jungs, ich hau da mal ab. So, jetzt müssen wir ganz schnell das Menü aufrufen. Sehr gut, weil ich will noch Zitat einen. Zack. Potions haben wir genügend. So, und los geht's. Ich glaube, wir müssen nur. Steine hat nur links hoch. Ganz böse. So, einen Kampf müssen wir machen insgesamt. Wenn wir gut sind. Ich glaube, ich zumindest. Oder jetzt. Oder? Einen Kampf müssen wir machen. Ja, genau. Den jetzt. Oh, sehr gut, dass wir den Eisen immer bekommen haben. So, jetzt müssen wir hier aus dem scheiß Wald flüchten. Vier gleich von den Viechern, ey. Sieht so hässlich aus. So. Greifen wir mal an die Viecher. Feuer. Mann, macht wirklich Schaden. Oh. Oh ja, der macht ordentlich Schaden. Ist das jetzt krank gewesen? Ja, das ist auch platt. Alter, der hat so viel Schaden gemacht wie mit Feuer. Und das war's auch schon. Ist schon Kavalier und gibt Gale gelernt. So, und weiter hier weg. Was ich gemerkt, das Zeug. Kann man es nicht irgendwie ablegen? Ah, hier. Das ist mal mit. Warum ich das jetzt abgelegt habe, werdet ihr dann nämlich gleich sehen. Was ist los? Irgendwas stimmt mit diesem Wald hier. Und ob was mit dem Dreckswald nicht stimmt, schlimmer kann es doch nicht mehr werden, oder? Der Wald verfolgt uns. Lang, kümmere dich um die Prozesse, hier geht alles den Bach runter. Ey, was hat er vor? Ja. Und Zwischensequenz. Ja, das ist nämlich hier los. Hier wird nämlich alles Stein. Hier wird blank auch für sich. Ruft uns letzter Griff noch Karte zu. Gerade so geschafft. Nur einer hat es nicht geschafft. Ja. Elender Sturkopf. Blank. Ob es der Prinzessin bald wieder besser geht? Eines ist nur dieser Kerl schuld. Ach, Schein, halt doch mal das Maul. Freund opfert sich für ihn auf, aber er verzieht keine Miene. Kerl, du bringst mich auf die Palme. Oh. Prinzessin. Steiner, ihr habt mich gerettet.
mich selbst unter Einsatz meines Lebens zu beschützen, Prinzessin. Das ist die Aufgabe eben von diesem Steiner, der hier vor euch steht. Ey, meine überragenden Fähigkeiten und die Schwarzmagie von Bibi waren es, die dich gerettet hat. Ich stehe tief in eurer Schuld. Pfeil von Meister Vivi ist das gewiss etwas anderes, aber diesem Kerl gegenüber steht ihr sicherlich in keinerlei Schuld. Und überhaupt, hättest du die Prinzessin nicht entführt, dann wären wir nie in diesem Schlamassel hineingeraten. Sich danach als heldenhafter Ritter aufzuspielen, da schlägt dem Fass ja wohl den Boden aus. Kerl, wenn wir erstmal im Schloss sind, dann hängst du. Steiner, ruhig bleiben. Ich habe Alexandria aus freien Stücken verlassen. Ja genau, wir kamen zwar, um sie zu entführen, aber vielmehr sollte man sagen, dass sie sich in uns anschloss. Prinzessin, ist das denn wahr? Es ist so, wie er sagt. Also, da du jetzt den Durchblick hast, sei brav und lass uns gehen, Alter. Ich denke, du weißt über die Flucht des Nebels Bescheid, oder nicht? Über den Fluch, nicht die Flucht. Über die Monster, die aus dem Nebel kommen, über die giftige Wirkung des Nebels. Wir müssen die Prinzessin auf der Stelle von so einem verwünschten Ort wie diesem hier wegbringen. Das kannst du vergessen, Alter. Nur weil sie die Augen aufgemacht hat, heißt das noch lange nicht, sie wäre wieder gesund. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt, oder was? Und wo bitteschön willst du durch die Nebelschicht? Die Gegend hier ist inmitten einer tiefen Schlucht noch nicht bemerkt. Und sowohl das Süden als auch das Nordentor. Ist das nicht Süd- und Nordtor? Sollen im Moment ja gesperrt sein. Ja, mein Kumpel gibt mir recht. Tja, was denn nun? Grummel, grummel. Die Prinzessin ist noch schwach und kann kaum laufen und du machst auch nicht den frischesten Eindruck. Sich geschwächt und ziellos auf den Weg zu machen, ist das denn nicht noch viel gefährlicher? Muss ich mich von dir etwa rumkommen? Steiner! Wessen Aufgabe ist, Prinzessin Garne zu beschützen? Selbstverständlich meine Aufgabe, die Aufgabe eines königlichen Ritters. Schon gut, ich hab's kapiert. Bis die Prinzessin wieder vollständig genesen ist, ist es meine Aufgabe, über sie zu wachen. Na prima, dann sind wir ja einer Meinung. Wir müssen uns überlegen, wie wir nach oben gelangen. Ja, haben wir erstmal eine Pause. Elmo, schöne Bratwurst futtern. Kannst du schon wieder laufen? Ja, dank der Medizin, die ihr mir gegeben habt. Was ist überhaupt geschehen? Nachdem wir dieses Riesenmonster im Wald fertig gemacht hatten, ging plötzlich alles drunter und drüber. Ich habe gehört, dass euer Freund sich geopfert hat, damit wir aus dem Wald entkommen können. Blank ist sein Name. Wir müssen ihn schnell irgendwie rausholen. So leicht geht das aber nicht. Wir haben nichts, um die Versteinerung aufzuheben. Soll das heißen, erst für uns? Nein, die Versteinerung kann man bestimmt wieder aufheben. Wenn wir bald hierher zurückkehren, ist es noch nicht zu spät. Aber jetzt können wir nichts anderes machen, als zu gehen. Laut der Karte, die wir von Blank haben, befindet sich südlich des Waldes eine Höhle. Vielleicht können wir ja von da aus die Nebelschicht durchstoßen. Hast du Angst, Garnet? Keine Angst, ich bin ja bei dir. Sieh da nicht zur Stelle. Oh, da kommt was geflogen. Wow, da kommt was. Der gute Monty. Einen Moment, Kupo. Ich wohne ja schon seit 20 Jahren im Verwünschten Wald, aber ich habe noch nie jemanden lebend aus ihm rausgekommen sehen. Wie ist der rausgekommen? Wahnsinnig, Kupo! Ihr seid ganz schön stark, Kupo. Aber bloß nicht übermütig werden, Kupo. Da draußen warten noch viel schlimmere Gegner auf euch, Kupo. Bevor ihr in die große, weite Welt hinausgeht, geht zu Mockmeier. Der weiß Bescheid, Kupo. Der gute Mockmeier. Mockmeier, erleuchte uns. Dumm, dumm, dumm. Dum, 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 dum. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Ja, logisch, Kleiner, also sperr mal deine Lauscherchen auf. Heute haben wir sogar seltene Gäste, da werde ich mich besonders ins Zeug legen. Ja, hier hätten wir so ein kleines Tutorial nochmal über Hilfefenster, Kampf, Abilities, Trends, Zeigefinger-Icon und über die Muckis, die speichern, aber das kann ich euch auch so erklären. Chefchen weiß echt viel, Kupo. Haha, wo ist es? Das wollen wir uns jetzt nicht alles durchlesen. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich euch diese Flöte, Kupo. Wie schön. Mokris Flöte halten. Mit dieser Flöte könnt ihr uns im Weltmodus herbeirufen. Würdest du auf ihr spielen, drücke die Viereck-Taste, Kupo. Gute Reise, Kupo. Vielen Dank. Kupo, Kupo! Tschüss. Kupo. Ein Feind? Wo ist der?
Die anderen sind schon weg, Gobo. Als er sind so wartet doch. So, und da sind wir auf der World Map. Grundsteuerung X, Gebäude betreten, in Fahrzeug einsteigen. Viereck, Mogi rufen, Select, Karte aufrufen, L1, R1, Kamerasteuerung, L2, Kamera fixieren und R2, Perspektive wechseln. Hätten wir das geklärt. Kontinent des Nebels. So, wir können jetzt einmal zu der berüchtigten Höhle gehen. Wir können einmal zu dem einem Tor gehen. Ich weiß gerade nicht, wo es ist. War das da? Ne, da war Alexander, ja. Ich glaube, das war hier unten. Das komische Tor. Ach ja, genau. Bevor ich es vergesse. Müssen wir die Gute noch ausrüsten. Ja, und deswegen habe ich auch den Lederhut und so den Seinen vom Dings weggenommen. Vom guten Blank, weil er braucht es jetzt erstmal nicht. Und wir können es so weiter verwenden. Kavaliers fertig. Hier hat man nichts weiter. So, beim guten Bibi, da war auch das fertig, das brauchen wir nicht. Armreif, lass mal da. Lederhut, passt auch, da haben wir nichts. So, beim Steiner kann man jetzt den Eisenhelm geben. Oh ja, den geben wir auf jeden Fall. Da ist alles fertig, da passt alles. So. Oh ja. Jetzt glaube ich den guten Steiner. Level Up beibringen. Das machen wir natürlich. Das war der Lichtwender Flint. Das machen wir wohl mal. Tontauben war. Das lassen wir erstmal alles drin. Dann nehmen wir Giftung Galeros. Das machen wir als nächstes. Wir machen das zweite Licht rein. Weil Steiner mit Blind ist nicht so schön. So. Jetzt muss ich gucken, wo das Tor war. Jetzt weiß ich mich gerade auch nicht mehr. Ich glaube, in den Wäldern ist nur. Ich weiß gar nicht, ob da die. Monster war. Komische Waldgeist. Jetzt wollen wir mal gucken. Du hast auch mal einen. Du hast auch mal einen. Du hast Feuer ein. Erstes Level ab, hier kriegen wir auch ein bisschen mehr XP. Was das Doppelte? Oder mehr als das Doppelte. So, dann gucken wir mal hier weiter. Ich bin mir ein, dass hier irgendwo das scheiß Tor war. Ich weiß gerade nicht wo. Da ist es doch. Komm mal da rüber. Irgendwie über eine Brücke, oder? Das erledigt. Ich glaube, den Waldgeist kann ich später machen. Ich weiß halt nur nicht,
der ersten City war, glaube ich, schon in so einem Wildgeist zu finden.